haben wir Ganges gemacht, den Vorarm oben und die Figur am Schluss mit dem Grundschritt gekreuzt. Dann mache ich vorwärts, wichtig ist das Gewicht, nach vorne zuerst für bringen. Und wenn wir gut stehen, die Frau nach hinten drehen, in diesem Moment werden wir Gancho machen. Das heißt, unsere Oberschenkel auf die, oder vordere Oberschenkel auf die hintere Oberschenkel von der Frau. Und gut aufpassen, dass wir die Hüfte nicht überdrehen, dass wir das nicht machen, dass wir gerade bleiben, wenn wir sich früher treffen, in den Oberschenkel Platz machen. Was passiert hier? Werden wir die Achse von der Frau suchen mit unserem Spielbein, um auf ihre Achse zurückzudrehen und haben wir hier auch eine Bäumeposition, um die zweite Gancho zu machen. Dasselbe passiert hier. Und danach werden wir schließen mit dem Rückwärts Poncho. Sind wir uns Damen, wenn der Fuß zur Seite, jetzt geht es in Rückschritt. Wir werden hier einen halben Poncho geführt. Wichtig ist, Oberkörper gut öffnen, damit wir um den Herrn herumkommen, Hüfte nachdrehen und strecken am Platz. Jetzt, wenn wir den Gancho bekommen, werden die Führung für den Gancho bekommen, ist wichtig, dass wir erst mit dem gestreckten Bein auftreffen und wenn wir diesen Kontakt spüren, dann loslassen. Wieder entspannendes Bein und wichtig, nicht gleich das Gewicht auf links, sondern wir bleiben auf rechts stehen, auf unserem Standbein. Achse suchen, drehen und hier. Wenn wir den Kontakt suchen, ohne Gewicht und mit dem gestreckten Bein und dann erst loslassen. Wichtig ist, wenn wir den Gancho suchen, Männer oder füllen wollen, ist, dass unsere Oberschenkel geht zu den Oberschenkel von der Frau und ich denke nach Knie. Oberschenkel zu Oberschenkel, zu Mitte der Oberschenkel, unsere Mitte von Oberschenkel. Dann versuchen wir auch keinen extra Impuls zu denken, sondern das Bein loszulassen. Hier loslassen, wenn es auftrifft auf das Bein des Herrn. Volles und genussvolles. Ganz viel Spaß. Mutter, das ist